Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mir freut es ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist jetzt mal ein bisschen eine alternative Neujahresrede. Wir haben ja sonst immer unsere Bundespräsidenten, in diesem Jahr jetzt der Johann Schneider-Ammann, den ich übrigens interviewt habe, wo ihre Neujahresansprüche machen. Ich habe gedacht, ich möchte jetzt auch mal probieren, einen Neujahresanspruch zu machen. Das ist aber nicht so eine, wo es um Politik und so weiter geht, sondern heute soll es eigentlich ein bisschen mehr ums Schweizer YouTube gehen, wo wir mit der ganzen Sache, die ich in letzter Zeit erlebt habe, sehr ans Herz gewachsen ist. Zum einen haben wir in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr 2015, enorm gemerkt, was Schweizer YouTube für ein Potenzial hat. Plötzlich explodiert die Schweizer YouTube-Szene. Plötzlich haben enorm viele Schweizerinnen und Schweizer kreative Videoideen, die sie auf Schweizerdeutsch ins Netz stellen, und sofort werden ganz viele Schweizerinnen und Schweizer darauf aufmerksam. Im Jahr 2014 ist das Ganze ein bisschen schon ins Rollen gekommen, allerdings sind es damals mehr so Swiss Meme, Rash Junior, Facebook-Star, Bendrit gesehen, die ihre Sachen gepostet haben und hier eigentlich ein bisschen das Monopol hatten. Jetzt aber, beziehungsweise im letzten Jahr, im Jahr 2015, ist das explodiert. Wir haben gesehen, meine Videos kommen gut an, Noelia macht super Videos, der Martin macht super Videos, Iris macht super Videos, der Mark Galaxy TV hat einen Drink erfunden. Es ist eigentlich wirklich eine Freude gewesen, was man sich hier alles hat reinziehen konnte. Die Frage ist natürlich, wird das 2016 weitergehen? Meine Prognose ist ja. Yeah. Es geht nicht darum, ob wir das im Jahr 2016 schaffen. Es geht darum, wie wir es anpacken. Wir haben auf jeden Fall die besten Karten. Wir haben jetzt gezeigt, was wir drauf haben im Jahr 2015. Es haben enorm viele Schweizerinnen und Schweizer, die auf YouTube ihre Sachen gepostet haben, gezeigt, wir sind kreativ, wir haben Ideen, wir können das. Und das ist das, was euch im Jahr 2016 genauso erwartet. Ich lade, wenn ihr Schweizer YouTuberinnen und YouTuber seid, euch ganz herzlich ein, euch unten in den Kommentaren vorzustellen. Dann lernen euch die Zuschauer kennen, dann wissen sie, aha, im Jahr 2016 kann ich mich auch noch hier damit unterhalten. Die Idee ist übrigens nicht von mir, die ist von der Iris, die hat das schon mal gemacht im Oktober, glaube ich. Ich habe das eine sehr gute Sache gefunden, und weil die Iris andere Arten von Zuschauern hat, denke ich, ist es hier auch noch nützlich, wenn man das hier macht. Jetzt ist die Frage, warum mache ich das hier im Schnee und nicht praktisch und gemütlich daheim vor einem Greenscreen? Naja, es ist gewissermaßen nicht Tradition, weil das die erste YouTube-Neujahrsanspruch auf Schweizerdeutsch ist, der von einem YouTuber gemacht worden ist, dass man das irgendwo im Schnee machen muss. Man könnte das genauso gut daheim auf dem Sofa machen. Allerdings bin ich hier einfach gerade im Schnee. Ich bin nicht daheim, ich bin sozusagen in der Ferien. Heute schneit es zum ersten Mal. Wir haben ja sowieso nicht gerade das super schneereiche Jahr. Und darum habe ich gedacht, jetzt gehe ich raus und mache die Anspruch hier aus dem Schnee. Jetzt, als Abschluss, ist es mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, es geht nicht darum, hier im Schnee irgendetwas Symbolisches rauszuhauen. Es geht nicht darum, leere Worte zu sagen und dann schon im März zu merken, oh nein, das wird nichts. Es geht darum, zu zeigen, wir können das, wir sind nicht zweitklassig oder so. Es geht darum, zu zeigen, wir haben genauso geilen Content wie die von Deutschland, wie die von den Vereinigten Staaten und wie die Schweizer, was leider nicht auf Schweizerdeutsch machen. Es ist mir extrem wichtig, dass wir diesen Weg zusammen und gemeinsam weiterkämpfen und dass wir so in Zukunft gehen. Und damit appelliere ich dich, falls du eine Schweizer YouTuberin oder ein Schweizer YouTuber bist. Ich bin zuversichtlich, ich bin dankbar und ich gehe mit grosser Euphorie ins Jahr 2016 und ich lade euch ein, das auch so zu machen. Danke sehr. Neujahrsanspruch zu... Jetzt kommt da noch der mit seinem Hund. YouTuber. Ich habe mir versprochen. Das will ich nicht drauf an. Ich kann es mir nicht nehmen lassen. Auch damit.